Jetzt kommt der Tag, an dem ich feststelle, dass ich mit meinen Bedienungshilfen und den Dingen, die mir selbstverständlicherweise zur Verfügung stehen oder den Familien meiner Schülerinnen und Schüler selbstverständlich zur Verfügung stehen, nicht mehr das Auslangen finde und ich begebe mich auf die Suche nach spezifischen Lösungen. Das heißt, ich wende mich den assistiven Technologien. Als assistive oder unterstützende Technologien werden alle Gegenstände, Produkte oder Systeme bezeichnet, unabhängig davon, ob diese kommerziell von der Stange erworben, angepasst oder speziell angefertigt wurden. Assistive Technologien dienen dazu, die Funktionsfähigkeit von und dadurch die Teilhabe für Menschen mit Behinderungen zu steigern, zu erhalten oder zu verbessern. Chirurgisch implantierte Medizinprodukte fallen nicht unter den Begriff der assistiven Technologien. Was ist Ihre Empfehlung, wenn ich mich als Pädagogin, Pädagoge in diesem Bereich umsehe, welche Lösungen sich für mich, meinen Unterricht, meine Schülerinnen und Schüler und meinen Schulstandort anbieten? Das ist ein sehr großes Gebiet der assistierenden Technologien und ich glaube, ganz, ganz wichtig ist einmal offen sein dafür und ein interdisziplinäres Team zu bilden. Weil die Technologie alleine kann nicht die Lösung sein. Es braucht eigentlich immer das Service rundherum. Und bei dem Service werden auch wohl die Lehrer, die Eltern, aber der Schüler selbst, die Schülerin selbst, aber vielleicht auch Ergotherapeuten, Logopäden, Techniker und so weiter eingebunden sein, um das Ganze so gut wie möglich tragen zu können. Und das Zweite ist, es ist eine Kette, die da zusammenspielt. Es ist einerseits das Grundgerät, das zu bedienen ist, mit dem man halt dann Word-Dokumente, PowerPoint bedient und so weiter. Das braucht eine barrierefreie Schnittstelle. Und darauf aufsetzend kann entweder schon der Benutzer direkt das Gerät bedienen, wenn er die grundlegenden Kompetenzen im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie hat, also wirklich die digitalen Kompetenzen. Und falls diese barrierefreie Schnittstelle allein nicht ausreicht, braucht er eben assistierende oder braucht sie eben assistierende Technologien. Und da ist wichtig, dass man sich wirklich auch an Experten wendet, die einfach die verschiedensten Möglichkeiten kennt. Und das Zweite, was ganz, ganz wichtig ist, auch hier die Skills aufzubauen, diese Technologie zu nutzen. Weil die ganze Kette ist nur so stark wie das schwächste Glied. Wenn das Gerät nicht grundlegend barrierefrei ist, habe ich ein Problem. Wenn die Dokumente, die ich als Lehrer zur Verfügung stelle, nicht barrierefrei sind, kann das Kind noch so gute Skills haben, es wird sie nicht bedienen können. Wenn ich jetzt aber auch schaue, dass mein Gerät und die Dokumente gut barrierefrei sind, aber nicht ganz dezidiert in die Bildung der digitalen Skills von der Schülerin, der Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, auch von den Eltern natürlich setze, dann kann das nicht funktionieren. Was wären solche Skills? Was fällt Ihnen da jetzt als erstes ein? Sie machen ja auch Schulungen für verschiedenste Zielgruppen. Was sind so die Basis-Skills, wo Sie sagen, das ist einfach der Anfang dieses Weges? Also wirklich, die wichtigsten Skills sind immer wirklich die ganz grundlegenden Konzepte, wie ich einen Computer bediene, die sich eigentlich in den letzten 15, 20 Jahren nicht geändert haben. Und da gehört auch dazu, dass ich einfach mit den für mich optimalen Eingabegeräten gut umgehen kann, dass der Arbeitsplatz gut adaptiert ist und dass auch vor allem so Sachen wie Dateimanagement, effizientes Arbeiten in Word und so weiter, dass diese Sachen oder auch im Internet natürlich ganz gut, schnell und ohne viel Energie aufwenden zu müssen, funktionieren. Und dann natürlich auch eben die Bedienung der assistierenden Technologie dazu. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Screenreader verwende, das ist ein Vorleseprogramm oder ein Programm, das für blinde und stark sehbehinderte Menschen den Bildschirminhalt in strukturierter Form an die Sprachausgabe oder auch an eine Braillezeile weitergibt. Wenn ich nicht in der Lage bin, diese Technologie, die einiges an Wissen, an Kompetenz braucht zum Bedienen, gut bedienen kann, dann werde ich viele Probleme haben, um meine Aufgaben in digitaler Form erledigen zu können.
Das heißt, es bedarf einer Selbstverständlichkeit des zunehmend digitalisiert werdenden Lebens von Beginn an, von Kinderschuhen an, so wie die Medien ja auch selbstverständlicher Teil unseres Alltags sind, sollten sie selbstverständlicher Teil unseres Unterrichts, unseres Schulalltags und unserer Bildung sein. Eigentlich sind sie schon. Ja, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wir bedanken uns sehr herzlich bei Herrn Martin Morandell für unseren Informationsaustausch heute und lasst uns mitnehmen, dass wir Expertinnen und Experte für Teilhabe sind, dass es an uns liegt, Barrieren abzubauen und eine Analyse durchzuführen in Bezug auf Nutzungsfreundlichkeit und Zugänglichkeit und am allerwichtigsten, lassen Sie uns gemeinsam über dieses Thema weiter informieren und Einstellungsbarrieren abbauen, sodass ein inklusives Schulsystem für unsere Schülerinnen und Schüler mit Behinderung Realität wird. Und lassen Sie uns auch Mut tut gut im Bedarfsfall auf neue, unbekannte assistive Technologien zugehen und diese einfach ausprobieren und uns von Expertinnen und Experten dabei beraten und begleiten lassen. Wir danken Ihnen sehr für den heutigen Austausch. Ich danke Ihnen.